Der schmeckt auch gut, den solltest du auch mal probieren gleich. Oh, hast du das? Würdest du einmal? Ja. Danke, Schatz. Ja. Hallo. Naomi, grüß dich. Hi. Hallo. Na, alles gut? Seid ihr schon schwer am Feiern? Ja. Ja? Mama! Ja, Sabine ist eine gute Freundin von mir. Wir kennen uns schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das schon sind. Schon sehr, sehr lange. Da war auf jeden Fall Naomi noch nicht geboren. Und ja, ist wirklich eine sehr gute Freundin von mir. Und wir sehen uns nicht so oft. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass sie es heute geschafft hat zu meinem Geburtstag und dass sie da ist. Und ja, da freue ich mich. Schon schön am Feiern? Ja, doch. Ja? Ich bring dich einmal mit nach hinten. Komm, wir sind hinten. Was wird das? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Naomi, zeig mir jetzt sofort, was du da gerade eingesteckt hast. Wo hast du das rausgeholt? An welcher Tasche bist du gewesen? Du wirst doch jetzt wohl nicht an irgendeine von den anderen Taschen gegangen sein, oder? Ich glaube das jetzt einfach nicht. Wir hatten darüber gesprochen, oder, Mädchen? Muss das gerade heute sein? Also als ich Naomi da wieder an meinem Portemonnaie erwischt habe, ich habe wirklich gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Wir hatten das schon mal, diese Situation, dass ich sie da auf frischer Tat ertappt habe. Ich bin so wütend und enttäuscht auch einfach. Ich konnte mir das bei meiner Tochter überhaupt nicht vorstellen, dass sie da so einfach an meine Handtasche geht. Das hätte ich im Leben niemals gedacht und dann auch noch gerade heute. Du wolltest noch eine Ware gucken, oder? Ach, entschuldige, ich habe das jetzt völlig vergessen. Tut mir leid. Was ist? Alles gut, nein, alles gut. Ist doch irgendwas los? Nein, alles ist in Ordnung. Alles ist gut. Nein. War jetzt was mit Naomi oder was? Nein, nein, nein. Ich will dich damit doch heute jetzt nicht. Du sollst schön feiern hier heute. Es soll ein schöner Geburtstag werden und nicht sowas hier. Ich brauche nur einen Moment, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Was ist denn los? Es ist doch irgendwas. Erzähl's mir doch. Mach doch keiner mit. Warum hast du denn jetzt Geld in der Hand? Kleines, ist das blöd. Ich habe Naomi gerade erwischt, wie sie das aus meiner Handtasche, aus meinem Portemonnaie ausgeklaut hat. Naomi? Ja. Aus deinem Portemonnaie? Ja. Und nicht zum ersten Mal. Was? Dass es dann zu dieser Szene kam, dass Sanette Naomi beim Clown erwischt hat, also ich kann es mir echt überhaupt nicht vorstellen. Das passt gar nicht dazu, wie ich Naomi bisher kennengelernt habe. Ich bin echt mal gespannt, was es da für eine Erklärung geben soll. Sie will mir nicht sagen, wofür das Geld ist. Mhm. Ja, und ich habe schon bereut, dass wir ihr das Handy da gekauft haben, weil seitdem ist sie da nur am Rumdaddeln und sie will mir ja nicht zeigen, was sie darauf macht, weißt du? Also immer, wenn ich dazu komme, dann versteckt sie das und ich weiß nicht, was sie da macht. Und jetzt noch, dass sie mir Geld einfach aus dem Portemonnaie klaut und alles. Weißt du, was ist hier jetzt oben? Ja, ich habe sie in ihr Zimmer geschickt. Komm, kümmere du dich mal um die Gäste. Nein, ich möchte das nicht. Nein, komm, ich kann nur mal kurz lass uns jetzt feiern hier. Du hast doch frei heute. Du bist doch viel zu bedrückt. Einer muss sich doch jetzt kümmern. Der Naomi geht's ja jetzt auch nicht gut. Ich gehe mal rauf. Vielleicht komme ich ja mit ihr ins Gespräch. Okay. Kannst ja gleich mal gucken kommen. Okay, das finde ich ganz toll. Ja, okay. Ja, alles danke. Familienhelferin Sabine Decker möchte herausfinden, ob das Verstecken ihres Handys etwas mit der Geldnot der 10-Jährigen zu tun hat. Dass das Mobilfunkgerät im Gespräch mit der Schülerin noch eine entscheidende Rolle spielen wird, ahnt die Therapeutin allerdings hier noch nicht. Ach, Süße. Das war gerade voll blöd, oder? Ach, Mensch. War echt eine doofe Situation zwischen euch beiden gerade, ne? Ach, Menno. Willst du mal erzählen, was da los war? Nee. Du hast doch bestimmt einen Grund, wenn du sowas Komisches machst, oder? Wie geht's denn dir eigentlich sonst? Du bist doch auf der neuen Schule jetzt, ne? Wie ist es denn da? Ganz in Ordnung. Gut, echt? Ja. Hast du Freunde schon gefunden, nette Leute in der Klasse, oder was? Ja? Echt? Hast du schon neue Freundinnen gefunden? Ja. Oder nur die alten aus der Grundschule? Nein, ganz viele neue. Ganz viele neue? Okay, super. Und, hat das was damit zu tun, was da gerade passiert ist? Ich meine, vielleicht wollen die immer coole Sachen haben da in der Klasse und du willst sie auch haben, oder was? Oder
Nee, was hast du denn für einen Grund? Und sag mal ganz ehrlich, ist das denn bisher nur bei der Mama, dass du dir da was genommen hast? Oder hast du dir auch aus den anderen Taschen vielleicht? Echt nicht? Nein, sowas würde ich doch nie tun. Nee, eben, kann ich mir bei dir auch überhaupt nicht vorstellen. Das passte echt total gut, dass dann gerade die Annette hochkam, als ich tatsächlich auch nicht mehr so richtig weiterkam mit der Naomi. Ich habe dann die Gelegenheit genutzt und halt, ja, ich wollte die Sache einfach ein bisschen auf die Spitze treiben, um der Naomi wirklich mal richtig fühlbar zu machen, wie es ist, wenn man Sachen weggenommen bekommt, die einem wichtig sind, wie das natürlich bei Geld der Fall ist. Ja, und dann habe ich die Mutter halt ja echt gebeten, ihr mal irgendwas wegzunehmen, woran sie hängt. Ja, und das hat dann die Situation extrem zugespitzt. Also egal was. Vielleicht, ja, vielleicht wäre das ja mal, dass sie sich da mal so reinversetzen kann, wie sich das anfühlt. Gut. Gibt's da irgendwas? Ja, ich wüsste was. Sehe ich auch sofort hier liegen. Dann nehme ich einfach mal dein Handy, oder? Nein. Ja, doch, doch. Nein. Ja, doch, natürlich. Ja, Handy, was soll das? Ist natürlich gemein, ne? Aber da tut's am meisten weh im Moment, oder? Ja, ich denke mal, kannst du dir dann... Oder hast du auch eine Nachricht gekriegt von Lars? Wieso schreibt er dir denn? Er sitzt doch unten. Clevere Mädchen werden nicht erwischt. Was soll das denn heißen? Clevere Mädchen werden nicht erwischt. Mhm. Weiß der etwa, was hier los ist? Nein! Hat der dich angestiftet oder Nein! Was denn? Nein, ja, was soll diese Nachricht dann? Sag mal. Was hat der Lars damit zu tun? Sag mir jetzt bitte nicht, hat der da irgendwas, steckt der da mit drin? Hat der dich angestiftet? Dazu? Nein, hat er nicht! Moment, Lars, sollst ist doch du der Sohn, Geld von, für der, ihn klauen, ist das der Sohn von der Susanne, der Lars? Ja, genau. Der ist doch auch hier. Ja, richtig. Ach, was, der schreibt. Kannst du mir das jetzt mal erklären, bitte? Ja, wie? Irgendwann musst du mit der Sprache mal rausrücken. Komm, lass mich noch mal kurz mit dir allein. Ja, genau, als die Annette dann das Handy in der Hand hatte, kam ja die Nachricht an von Lars. Das war natürlich echt beunruhigend. Also, dass der da irgendwas mit zu tun hat, mit diesem Diebstahl, dass er da überhaupt von weiß, konnten wir uns ja erstmal überhaupt nicht erklären. Und klar, Annette hat natürlich echt alarmiert reagiert. Ich habe dann versucht, wenigstens mit der Naomi in Ruhe darüber zu sprechen. Ja, das hat es ja dann letztendlich auch gebracht. Sag mir doch, was los ist. Das müssen wir der Mama sagen, Naomi. Während die Fünftklässlerin all ihren Mut zusammennimmt, konfrontiert Annette gerade Lars Mutter Susanne. Ja, wir waren ja gerade oben im Zimmer. Hat ja gemerkt, dass ich eine längere Zeit jetzt weg gewesen bin. Es gab so ein kleines Problemchen hier. Und zwar habe ich zum wiederholten Male unsere kleine Maus dabei erwischt, wie sie an mein Portemonnaie gegangen ist. Und jetzt hat sich herausgestellt, wir haben auf dem Handy eine Nachricht gelesen, dass dein Lars da wohl auch irgendwie dran beteiligt ist. Ja, also ein bisschen die Vermutung, dass die zwei da unter einer Decke stecken. Und also stand irgendwie sowas in der Nachricht, schlaue Mädchen werden nicht erwischt oder sowas. Und ja, das ist eine komische Nachricht. Ja, es tut mir leid, dass ich das jetzt so. Aber wenn jetzt die Vermutung wahr ist, ich meine, es tut mir so leid, ich habe davon nichts gemerkt, dass er da irgendwie sowas macht. Also. Mutter Annette befürchtet, dass Naomi von ihrem Klassenkameraden angestiftet wurde, das Geld zu klauen. Doch das Mädchen hat ein ganz anderes Geheimnis. Ich bin aber mal gespannt. Die Annette hat mir gerade erzählt, dass du der an Naomi Nachrichten schreibst. Die Nachricht, wie hieß sie nochmal? Clevere Mädchen? Clevere Mädchen werden nicht erwischt, so ungefähr. Was heißt das denn? Du hast die geschrieben. Moment, ich glaube, die Naomi kann da was. Also, Naomi, willst du sagen oder soll ich sagen? Ach du. Ich? Also die Naomi hat mir anvertraut, dass die beiden sich so ein bisschen ineinander verknallt haben. Okay. Das ist total doof, Lars. Tut mir leid, dass ich sagen muss. Aber weil das jetzt alles so doof rausgekommen ist, müssen wir es halt auch irgendwie deswegen erklären. Deswegen die Nachrichten die ganze Zeit. Deswegen hängt sie natürlich auf dein Handy gucken. Genau, ist ja auch voll blöd. Deswegen hängt sie ja, immer aber am deswegen Handy. Verstehe ich trotzdem nicht den Zusammenhang mit dem Geld jetzt. Also das müsst ihr mir noch erklären. Ja. Naomi, das musst du erklären. Also ich wollte Lars halt was Schönes schenken, weil der freut sich immer so. Und ach ich wollte so. Ihm halt
was Teures schenken. Was haben so teure Geschenke angenommen? Als sie mir dann den Zusammenhang erklärt haben, ist ja einerseits schon ganz niedlich, aber sie muss schon wissen, dass es nicht in Ordnung ist, da einfach hinter meinem Rücken an mein Portemonnaie zu gehen. Also sie weiß ja eigentlich, dass sie mich fragen kann, wenn sie irgendwas haben möchte oder braucht. Und also mir ist schon wichtig, dass sie weiß, dass sie da nicht einfach, dass das wirklich schon Clown ist, was sie da macht und nicht in Ordnung. Naomi hat ihrer Mutter versprochen, sie nicht mehr zu bestehlen. Die 10-Jährige hat verstanden, dass sie ihrem Schwarm nichts kaufen muss, um ihm zu gefallen.